Vom Smartphone kennt man das, man hat eine Tastatur oder vom Computer noch, man hat eine Tastatur und da weiß man so ungefähr, wie der Hase läuft, da gibt es eine Maus und so. Aber wenn meine Jacke plötzlich irgendwie intelligent ist, wie interagiere ich denn mit meiner Jacke? Da haben wir so als Beispiel mal ausprobiert, wenn man sagen würde, ich krempel den Ärmel hoch, das könnte ja zum Beispiel in einer vernetzten Umgebung bedeuten, mir ist warm und dann geht die Heizung runter. Also nur so als Interaktionsform ist das sinnvoll und dann ganz neu zu definieren, wie fühlt sich das an, was macht man damit und was wird damit ausgelöst. Vielleicht kennen einige noch den Film Minority Report, ne, wo Tom Cruise irgendwie steht und in der Luft einfach mit Gesten interagiert und dann Bilder hin und her schiebt und das war dann wirklich so Science Fiction, wo man gedacht hat, wow. Aber eigentlich technologisch ist das alles schon da. Das ist ja alles schon machbar. Es ist eher so die Frage, will man das? Was bringt einem das? Und ist das etwas, was einem Mehrwert schafft? Und da gibt es tolle neue Beispiele, dass man eben sagt, man muss nicht mehr eben auf der Tastatur schreiben können, weil einige können das vielleicht auch gar nicht so gut. Oder wenn man blind ist, geht das nicht. Oder wenn man älter ist, ist es vielleicht auch anstrengender, auf der Tastatur zu schreiben. Und gibt es dann nicht vielleicht neue Konzepte, die man halt einfach durch Gesten machen kann? Also dass man einfach sagt, ich bin in einem vernetzten Raum und dann soll halt zum Beispiel das Licht ausgehen oder die Jalousien sollen runtergehen. Das könnten halt Sachen sein, die für bestimmte Menschen was Positives bringen. Und wir gehen da in meinem Forschungslabor so ran, dass wir sagen, Gesteninteraktion ist ja sehr spannend. Wer ist denn da der Experte dafür? Und das sind Gehörlose, weil Gehörlose eben Gebärdensprache haben und ein ganzes Gebärdenalphabet, also ein ganzes wirklich Sprachsystem entwickelt haben. Und wir haben Gehörlose eingeladen, die haben uns beigebracht, so die Grundzüge von Gebärdensprache und haben gesagt, das sind eigentlich die Experten, die uns beibringen müssen, wie wir mit Gebärden eigentlich sprechen können. Und das ist ja nichts anderes als eben Interaktion mit unterschiedlichen Systemen. Und das sind so Beispiele, dass man sagt, man macht eben so eine Art von Expertendialog auf, dass man Leute mit verschiedenen Expertisen reinholt und die bringen uns eben was bei, wie kann man ganz neu denken, wie man mit vernetzten Systemen heute eigentlich umgehen kann. Eben in einem Talk war das große Thema, so eben wie kann man digitale Spaltung überwinden. Und da hat die junge Dame, die unter dem Namen Frau Dingens bloggt, eine ganz tolle Frau, die hat gesagt, wir sind alle viel zu alt. Und sie selber schätze ich auf Mitte 20 ein. Weil sie sagt, die eigentlichen wirklich Newcomer, die die Medien fest im Griff haben, sind die 13- bis 18-Jährigen. Und die sind gar nicht mehr auf Twitter, sondern die haben einen Tumblr-Blog oder was auch immer. Das heißt, es geht immer schneller, wird neu definiert, was eben der Standard ist. Und da ist man eben mit 30 oder Ende 30 ist man dann schon total alt. Und das ist ein Phänomen, was man beobachten muss. Und da werden immer mehr Hemmnisse aufgebaut und Hemmschwellen aufgebaut. Deswegen müssen wir umgekehrt eigentlich drangehen und sagen, man muss ganz viele Zugänge schaffen. Man muss eben schauen, was ist denn das Normalverhältnis, was man vielleicht, wenn man ein bisschen älteres Semester ist, was für ein Interesse hat man an der vernetzten Gesellschaft teilzunehmen und wie können wir für die Angebote gestalten. Also gar nicht nur ins Extreme gehen wie mit Blinden und Gehörlosen, sondern einfach, wie viele Menschen sind über 60. Das ist einfach der ganz große Teil, die wir einladen müssen, zu sagen, wir wollen euch dabei haben, wir wollen, dass alle teilhaben können und alle etwas Positives nutzen können. Der eine Punkt ist richtig und wichtig, dass man mehr junge Leute auch in der Politik anhören muss und die involvieren muss. Die haben eben ganz starke Meinungen und die haben vielleicht auch eine andere Sichtweise auf Datenpolitik zum Beispiel, auf Privatsphäre, weil sie andere Nutzungsgewohnheiten schon etabliert haben. Und das müssen wir verstehen können. Was passiert da eigentlich? Was ist eben das Normale? Wie kommuniziert man über Blogs oder über Tumblr zum Beispiel? Was passiert auf Twitter? Das muss man begreifen, um zu verstehen, wie sich da Gesellschaft und Community eigentlich formiert. Das heißt, die müssen stärker in der Politik gehört werden, stärker mitgestalten können. Das ist die eine Sache. Das zweite ist so große gesellschaftliche Fragestellungen, wenn man eben sagt Klimawandel oder alternde Gesellschaft, so unsere großen Herausforderungen. Da glaube ich auch, dass da Vernetzung einen großen Mehrwert bieten kann, wenn eben viele Leute gleichzeitig an diesen komplexen Problemen arbeiten. Dass man nicht sagt, das wird eben an die Forschung und an nur die Experten übergeben und die machen es dann in ihren Laboren und machen dann da bestimmte Modelle zu. Sondern dass man sagt, ein zusätzlicher Teil kann eben auch gemeinschaftlich passieren, also eben über Crowdsourcing zum Beispiel, dass man bestimmte Fragestellungen gemeinschaftlich diskutiert, vielleicht gemeinschaftliche Entwicklungen anstößt und dass man da eben das Weltwissen, was zur Verfügung steht, über das Netz viel stärker zusammenbringen kann. Und da, glaube ich, gibt es ganz, ganz großes Potenzial, was wir erst angekratzt haben, also wo wirklich noch viel Luft nach oben ist und was sicherlich in den nächsten Jahren auch großes Thema sein wird. Was ganz stark ansteht, ist, dass
zum Thema Netzpolitik und vernetzte Gesellschaft eben die Kompetenzen auch da sein müssen. Das heißt, Politikerinnen und Politiker müssen wirklich wissen, wovon sie da sprechen und diese Tools dann auch nutzen, also einfach wirklich mit dabei sein und nicht nur eben darüber sprechen, sondern da muss IT-Kompetenz stark sein. Das sehen wir zum Glück immer mehr, also viele eben der Netzpolitiker sind auch selbst aktiv und wissen auch, wovon sie sprechen. Das war aber ein sehr mühsamer Prozess, das war wirklich in den letzten Jahren, hat sich das so langsam durchgesetzt und auf europäischer Ebene wird ein sehr großer Schwerpunkt auf der digitalen Agenda liegen und liegt auch jetzt schon. Das ist, finde ich, sehr positiv. Und dann wurde eben 2012 so ein Gremium eingerichtet, das nennt sich eben die digitalen Champions, dass jedes Mitgliedsland eine Person benennt als Internetbotschafter oder Botschafterin, die sich in Brüssel treffen und über die digitale Agenda diskutieren. Einerseits Beispiele aus den jeweiligen Ländern bringen, wo etwas gut läuft, was positiv ist, was zum Nachahmen anregen soll. Andererseits aber auch diskutiert, was läuft vielleicht woanders besser, wo hat man noch Nachholbedarf und das zu einer gesamten europäischen digitalen Agenda zu formen. Weil es klar, gerade beim Netzthemen reicht uns die deutsche Perspektive natürlich überhaupt nicht, weil das Netz macht ja nicht vor Ländergrenzen halt. Das müssten wir eigentlich ganz international denken. Aber insofern ist es gut, dass wir zumindest schon mal europäisch eine gemeinschaftliche Vorstellung haben, was ein offenes Netz ist, was die Bedeutung von Netzneutralität zum Beispiel ist, was ein Ökosystem für Digitalwirtschaft eigentlich ist, wie wir digitale Arbeit stärken. Da gibt es ganz tolle, große Themen, die wirklich eine Wertediskussion auch im Hintergrund haben. Und da passiert einfach sehr viel europäisch gerade, was, finde ich, sehr, sehr gut ist.